Ja, warum einfach Ulysses, warum einfach James Joyce und so lange, diese 6, 7 Jahre, wie viele ich arbeite an diesem Stoff und inszeniere gesamte Zyklus. Es handelt sich um einen Autor, dessen Werk eine Autobiografie ist, ein hervorragendes Zeugnis von der Dramatik der eigenen Existenz. Ein Werk, das wie geschaffen ist für die Vielsichtigkeit des biografischen Theaters, in dem die eigenen Erfahrungen die Existenz des Geschriebenen sprengen. Es handelt sich um die Reise in tiefste Sphären des Unterbewusstseins, bei der das Bewusstsein auf unbewusste Art reagiert, während das Unbewusste die bewusste Art wählt, die stockend, sprunghaft, unlogisch, jedoch authentisch, einmalig und vorhersehbar ist. Es handelt sich um die räumliche Dimension des Unbewussten. Und dafür suche ich eine adäquate szenische Sprache. Es war einmal vor langer Zeit und es war eine sehr gute Zeit. Und da war eine Mu-Kuh. Und diese Mu-Kuh ging die Straße herunter und traf. Es handelt sich um eine eigentümliche Person, die ihre Umgebung und den Bewegungsraum definiert, so dass auch Passanten in seinem Leben eine besondere Wichtigkeit und eine besondere Bedeutung bekommen. Es handelt sich um ein hervorragendes Werk, diese Vollblutigkeit durch Blutbahn des Autors fließt, so dass es eigentlich unmöglich ist, das eine von anderen zu trennen. Das ist auch eine absolute Provokation für Theater zu machen, weil Joyce lebte das Drama, schrieb aber vorwiegend Prosa. Es handelt sich um ein Drama ohne Helden und um eine Prosa der Unruhe. Ich bin sehr aufgeregt, wenn ich aufpasse, dieses Werk, und jetzt in laufender Probe, wenn ich versuche, dafür szenische Metapher zu finden. Nicht eine Lungenentzündung an dieser Krankheit der Bourgeoisie, nein, sie wurde von ihnen verbrannt. Sie ist verbrannt wie auf einem Scheiterhaufen. Sie liebte die Matrosen aller Häfen und half ihnen und hatte keinerlei Vorurteile. Ich hoffe, dass unser Auftritt in Dublin wird diese Besonderheit des Stoffes in Transformation auf die Bühne auch zeigen.